Ich glaube, dann ist es noch schwerer. Ja. Oder nur ihr zwei vielleicht. Mit Neo? Keine Chance. Mm. Ja. Raffi, ich möchte damit einen Videozusammenschnitt haben. Die ersten zehn Versuche. Kann man das nicht so einstellen, dass wenigstens bei Porto, sag ich mal, dass man wenigstens 5 Minuten Ruhe hat, bevor die dann das kommen? Das wäre ja langweilig. Also, dass nur die Soldaten hier nur sind? Der Rucksack ist hier, ich nehme mal vor mir und im Kreis. Das wäre ja echt langweilig. Ich nicht. Du hast keine Ahnung von guten Missionsdesign. Oh, tatsächlich, ich habe auch keine Munition bekommen. Hab nie welche. Jetzt. Okay. Anna? Alicia Bulu. Ah! Eine RPK für dich, Steffi? Ich hab auch noch eine RPK. Was vorne von den Typen und dann. Okay, wo ist das nächste Haus? Überlegen. Da hinten ist das Minarett. Oh, hier das ist ein bisschen weit weg, glaube ich. Hier ist auch noch eine RPK. Ah, hier vorne drin ist die eine Stadt, wo wir das erste Mal waren. Einfach über den Hügel rüber. Stadt in Anführungsstrichen. Ah, da ist er. Okay, jetzt haben wir eine RPK. So, bitte noch ein bisschen Muni gebrauchen. Ja, gucken wir gleich, wie wir haben. Und ist auch ein Comcenter. Da kommen auch Leute. Dann. Es gefällt mir nicht, dass das hier an der Küste ist. Kommt nur wieder Boote. Aber das Haus hier ist begehbar. Oh, wunderbar. Ja. Lass uns erstmal einen Kaffee kochen. Rechts wäre auf der Straße. Zumindest RPG-Raketen hat den Rucksack dafür, der zweite, den ich erschossen habe. Kann sein, dass da noch wer ist. Infanterie von der anderen Seite. Kommt ins Haus, das ist eigentlich perfekt zum Verschanzen. Ich glaube, ich habe da noch einen von den Typen auf der Straße erwischt, der hat einen RPG-7. So, Steffi. So. Steffi, komm her. Hier unten bei den Typen. Flattern. Bei Fuß, Steffi. Problem ist, ich sehe den RPG nicht. Da nicht, woanders. Der hatte keinen RPG, der hatte nur einen Rucksack mit Raketen dafür. Okay. In der anderen Richtung, der hatte einen RPG. Einen Rucksack habe ich. Gibt ihr eine Deckung? Ich gucke, ob ich an den rankomme. Das ist eine schlechte Idee. Ihr müsst ja nicht mitkommen. Der Bad Feeling about this. Okay, den RPG haben wir schon mal. Ich habe 2 Raketen dafür. Oh, der hat eine RPK. Kannst du Munition einpacken? Gehen wir dann wieder zurück in unser Haus? Können wir machen? So, ich hab die ganze Mini eingesackt. Verteilen wir. Jetzt mal unser ganzes Zeug dann. Scheint ja bisher so, als hätten wir die schnell genug. Ausgeschaltet. Kein Heli. Hoffentlich keine weiteren Leute, die sie hingeschickt haben. Tür zu. So. Dann fange ich doch mal an zu puzzeln. Scheiße, ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Doch, doch. Sind das unterschiedliche?
Ach, 45er. Ja, ich habe 3,45er. Jetzt. 75er. Moment, ich fussel mir das zusammen. Noch. Geh noch nicht da dran, Steffi. Ich hab dir deine Dinger da reingesteckt. Das klingt so falsch. Raketen, meine ich. Klingt auch nicht besser. Deine Torpedos. Das klingt ja noch schlimmer. Ich hab mal die 75er alle abgelegt. Die überflüssigen Pistolen, die ich hier mit mir fühle. Und noch einen Inhaler. Ja, ich hab auch vier. So, zwei volle 75er und ein halbvolles. Teilt euch die mal auf. Ich habe jetzt vier insgesamt mit dem geladenen 4,45er. Machen wir also unseren Panikhaufen. Ja. Ein linker Ziel Inhaler. Ja. Waffe ist hochwertig. Kannst du jetzt hier aufcappen, du weißt jetzt ja, wie es geht. Ich weiß nicht, was ich da noch aufpeppen soll. Ja. Wie wär's mit dem richtigen Model? Das ist ein richtiges Model. Was hast du gegen meinen Inhaler-Model? Das ist der absolute Wahnsinn, das Model. Hier. Guck dir das mal an. Neben der PDW. So im Vergleich. Der Pistole. Ja. Im Vergleich, ja. Ich meine, wenn man jetzt hier die RPK von Todi daneben hält, sieht man doch schon einen kleinen Qualitätsunterschied, aber zu der PDW wohl locker geschafft. Hä? Ja, das war ich, glaube ich. Ja. Wollen wir das Haus verlassen? Weil, ich meine, wir müssen ja von der Insel runter. Müssen wir das? Na gut, gehen wir wieder hier hinten lang, oder? Hier hinten. Hier in den Weg. Das ist kaum Deckung. Das ist ja das Gute. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich befürchte, wenn wir irgendwo durch die Botanik laufen, werden wir einfach erschossen. Da links sind welche, die zum Gefängnis gehen. Also könnten wir jetzt hier schnell unauffällig verschwinden. Gott sei Dank, wir flutschen einfach da vorbei. Da oben ist, kommt jemand noch die Straße entlang. Hinter der Straße läuft noch links. Kontakt! Nicht gesehen. Ich würde gerne jetzt speichern. Ja, das wäre toll. Das kannst du noch einbauen. Theoretisch müsste das doch sogar gehen. Das sind auch nur zwei Mann, die da hinten zur Küste gehen. Wo seid ihr denn jetzt hin? Den Hügel hoch, Stück weiter, nach Osten. Halb rechts. Nach Osten zwischen... Ah, da bist du. Das ist ein Com-Center. Steuern wir erstmal diesen kleinen Wasserturm an. Mhm. Der Häuser. Können wir mal schauen, ob wir in die Stadt kommen. Ich sehe da unten schon welche auf der Hauptstraße, zu der ich gerade parallel renne. Boote. Oh, ich glaube, da sind welche auf der Straße, die kommen hier, glaube ich, hoch, Neo. Nee, ich glaube, das ist eine Straßensperre. Aber die Boote kannst du doch jetzt kaputt machen, ne? Ich bin bei dem Haus. Ja, theoretisch. Ich mach die Tür auf. Von den Leuten, die stehen, guckt keiner hier hin. Static MG, 100 Meter, front. Ja, das müssen wir als erstes ausschalten. Es war drinnen, glaube ich. Der aus dem Haus kam, der. Oh, die unten haben uns gesehen. Ich bin im Haus. Hab einen Strehler. Lack hier drin. Ausgezeichnet. Auf die unten sind aufmerksam geworden. Unten Static MG war da irgendwo. Ja, das Static MG sehe ich. Das ist raus. Was kommt angefahren? Ja, ein Tank-LKW. Ah, wenn es so das ist.
Tank-LKW so ein bisschen hinterm Haus geparkt. Oh, scheiße, sorry. Oh. Das war keine Absicht. Da kam nur plötzlich dieser Typ mit dem Strela an. Sorry. Den ich jetzt auch definitiv brauche. Ja. Oh nein! Oh, was geh ich doch aus dem Haus? Helikopter! Oh, von hinten! Die zwei Mann von hinten kommen wieder! Nein! Oh nein! Vorne hat mich einer, ich bin an der Ecke, Neo. Oh, das wäre jetzt schade! Ja. Ich war doch schon hinter der Hausecke. Oh, oh.